Hey, willkommen zurück zu Let's Play Urban Assault. Heute geht's um Skull Alley. Soweit ich weiß, ist das ein Gebiet mit einer Stutzenbombe. Aber da gucken wir mal. And the teacher asked, who can tell me why the moon has a dark side? So it would never have to see what happened at Skull Alley. Ja, hier ist also irgendwas Böses passiert. Und ja. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es hier eine Stutzenbombe gibt. Und ich mag Stutzenbombs, deswegen werde ich die einnehmen und dann mal gucken. So. Da bauen wir noch ein paar Jaguare. Schicken die erstmal dahin. Die Fox hierhin. Die geradeaus. Na, aber anscheinend gibt es hier wohl doch keine Stutzenbombe. Den fahren wir mal per Hand. Ja, da rechts, oben rechts haben wir schon mal die Energiestation, die werden wir gleich einnehmen. Ach, den Weasel kriegen wir hier. Dann war der Wasp in einer anderen Mission. Die geht gerade alles durcheinander. Auf jeden Fall mag ich Missionen, wo es die Stutzenbombe gibt, weil einfach dann das Ende der Mission, wo einfach die Stutzenbombe alles erledigt. Mag ich einfach. Deswegen in Missionen, wo es die Stutzenbombe gibt, werde ich mir die dann auch holen. So. Müssen aufpassen, dass sie hier die Power Station hier wieder zurückerobern. So, die ganzen Einheiten schicken wir mal hier hin. Die Power Station beamen wir dahin. Und dann machen wir mal ein kleines Schwadron Weasel, die ein bisschen spionieren gehen hier. Und ja, den anderen Squad schicken wir mal auf Stufe 4 hier nach oben. Tja, momentan gibt es noch nicht viele Gegner. Na, die die Basisstation ist schon fast erledigt. Von der wird die Mission gleich zu Ende sein. Aber naja. Ist ja wie gesagt erst der Anfang von dem Spiel. Also erwartet da noch kein wirklich schwieriges Spiel. Springen wir nochmal in den Jaguar rein. Der hier zum Beispiel, der mal wieder überhaupt nichts gebacken kriegt hier. Ja, und dann dürfte die Station auch gleich erledigt sein. Ach, das sind jetzt schon die Gargoyle 2. Aber ich glaube, die Ballstation können wir jetzt einfach zerstören. Ja. Gut, dann ab in den Teleporter. 4 Jaguar, das sind 800. Das heißt, 2 gehen noch. Die schicken wir auch noch hin und dann war es das schon mit der dritten Mission. Ja, ging relativ fix. Vom Rendern her habe ich jetzt eine Einstellung, die relativ schnell geht. Da dauert das Rendern ungefähr, ja, würde sagen halb bis dreiviertel so lange wie die Mission selber. Und das Hochladen dauert dann, ja, keine Ahnung. Beim letzten Part waren es, glaube ich, eine halbe Stunde. Also kann ich ordentlich hochladen. Ach, das ist echt zu blöd, ey. So. Joa, das war Skull Alley. So schön war es doch gar nicht. Ja, hier nochmal Review. 4 Minuten. Schneller als die letzte Mission, denke ich. Ich glaube, da waren es 6 Minuten oder ein bisschen mehr sogar noch. 13 zu 30.
Ja. Dann sehen wir uns dann bei der nächsten Mission. Checkerboard oder Surprise. Gucke ich mir da noch an.